Ich möchte mich für die Sauerei hier in der Ecke entschuldigen. Ja, das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber ich bin heute mit Langlaufskiern hier ins Büro gekommen. Besser als Schuhe, weil die haben mir heute nicht geholfen auf dem Weg her. Aber es war super gut. Ich hatte so einen Sportanzug an, wie so ein Triathlon. Wie so, du kennst dieses, ist das ein Biathlon? Biathlon ist das, mit Schießen und Langlauf. Ich bin heute so den Bogen gefahren, an der Isar. Das Geschoss wurde dir abgenommen am Odeonsplatz. Vom Maximilianeum. Und den Cops. Meine riesige. Am Odeonsplatz gestern, da hätte ich die Polizei gebraucht. Da ist mir im Vorbeilaufen ein Bauzaun auf den Kopf gefallen, weil die Windstöße so stark waren. Echt? Also einfach von der Seite. Hatte er eine Arbeitserlaubnis? Ich hab das dann auf Twitter der Polizei geschrieben und die hat sich aufgeregt, dass ich nicht 110 angerufen habe. Wirklich? Deswegen, die wollte, dass ich wirklich den Notruf anrufe in so einem Fall. Ja, aber das traut sich doch keiner. Nee, und ich habe auch extra geschrieben, so, okay, erstmal vorweg, mir geht es gut, ist kein Problem. Aber irgendwie ist der Zaun dort nicht abgesichert, hat mir so ein Radler geholfen, ihn wieder aufzustellen. Ich weiß nicht, ob er den auch erwischt hat, weil es war halt so. Ein Bier hat dir geholfen. Ein Bier. Das hilft mir meistens. Du hast einen Ralle getrunken und dann hatte so wieder Kraft, das Ding mal zu stellen. So Alcoholic Popeye. Genau. Also die Skier haben mich jetzt nicht gewundert, aber was ich mich frage, ist, was das Toilettenpapier da immer auf deinem Tisch sucht. Eigentlich ist das in der Schublade. Also, und macht es dann Sinn. Und was sind die Socken bei dir um die... Okay. Mein Schlafzimmer derzeit. Du wolltest... Ja, genau. Hier. Gleich Nachtrag zu letztem, weil es passt, zu letzter Folge. Da hat jemand geschrieben, dass die GEZ nicht nach Gerät abgerechnet wird, sondern nach Haushalt. Also, was hilft, ist Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit hilft dir, GEZ-Gebühren zu sparen. Denn ein Obdachlosenheim ist ein Haushalt, richtig? Und dann kannst du immer noch Fernsehen, aber der Staat zahlt das für dich. Oder du bist hinter der Brücke und hast gar kein Empfangsgerät. Das ist also der beste und einzige Weg, GEZ zu vermeiden. Richtig. Cool, das ist sehr praktisch. Und es ist freiwillig. Genau. Und jetzt gehen die politischen Diskussionen unter unserem YouTube-Ding los. Okay, alles klar. Wunderbar, also Obdachlosigkeit ist freiwillig, ist der Titel des heutigen... Nein, ist er nicht. Wir haben einen anderen Titel. Einen anderen Titel und auch ein anderes Thema. Denn ein Twitter-Trend, der gerade rumgeht, ist Hashtag Nazis raus. Mhm. Und aus irgendeinem Grund kann man sich darüber jetzt streiten, ob Nazis raus sollen oder nicht. Wir sind in einer neuen Ära angekommen. Oder vielleicht wieder in einer alten, ich bin mir nicht ganz sicher. Der Hashtag ist tatsächlich auch auf Instagram rübergeschwappt, wo ich mich bewege. Wow. Aber ohne Kontext, es war einfach nur Hashtag Nazis raus auf so einer Regenbogenfahne drauf. Ja, aber irgendwie so vor 5 Jahren war halt noch so ein verständlicher Hashtag, wo sich alle zusammenschließen können, so Je suis Charlie oder sowas. Aber, so. Ja, aber das auch un... Aber darüber hat man sich nicht gestritten. So, okay. Das ist so, Leute wurden erschossen und ich beteilige mich. Okay, das machst du dann auf deinen Facebook-Banner und dann solidarisierst du dich... siehst du dich für die Sache. Genau, aber bei Nazis raus ist es jetzt so die eine Seite, die sagt Nazis raus und die andere Seite sagt, was soll dieser Rassismus? Was? Ja. Rassismus? Ja, also es hat, die Hintergrundgeschichte ist, Nicole Diekmann, das ist eine ZDF-Redakteurin, glaube ich. Ich kenne sie nicht, ich kenne sie erst jetzt. Die hat eben getweetet, Hashtag Nazis raus. Ich glaube, ohne weiteres. Einfach nur so. Ja, und dann hat ihr jemand eine Rückfrage gestellt, so wer ist aus ihrer Sicht Nazi? Und dann hat sie einen nicht so ratsamen Witz gemacht, alle, die nicht Grüne wählen. Aber es ist halt eindeutig ein Witz. So. Finde ich aber gut. Es ist auch sehr lustig. Genau, und das war dann ein Riesending. Ja. Dass sie das gesagt hat. Dass sie das gesagt hat. Das wurde dann total massiv kritisiert von angeblich allen Seiten. Die Wahrheit ist natürlich ausschließlich von AfD-Wählern und AfD-Bundespartei... Fuzis. Politikern bitte. Also ich bin mir sicher, kein einziger SPDler hat sich persönlich angesprochen oder angegriffen gefühlt. Nur die Leute, die eh schon ein schlechtes Gewissen haben, ganz ehrlich. Jedenfalls ist das dann total explodiert und lauter Promis haben sich natürlich dann auch angeschlossen und Hashtag Nazis rausgetweetet. Also Jan Böhmermann, mittlerweile sogar Boris Becker. Ich wusste gar nicht, dass der hat wahrscheinlich seinen Twitter-Account... Er lebt noch? Geil. Ja, er hat wahrscheinlich den Twitter-Account registriert, um das zu tweeten. Also unter... Roberto unter, Blanco, unter, wie geht das mit dem Twitter? Genau. Sohn, stell mal ein. Nazis raus. Dann ist die Welt voll. So. Ja. Aber ist, ja, genau. Und dann streitet man sich, ob denn Nazis wirklich raus sollen. Das ist es ja. Das ist, da hat sich dann nicht nochmal extremisiert, weil vorrangig AfD-Mitglieder und Wähler
haben sich wirklich von dem Begriff Nazis angesprochen gefühlt und sich dann drum gestritten, dass man nicht sagen kann, dass sie aus dem Land raus sollen. Und ich denke mir, wie empowered sind die mittlerweile, dass sie einfach in der Öffentlichkeit ohne weiteres rein durch ihre Grammatik zugeben, dass sie sich als Nazis verstehen. Das ist dumm. Es ist erstens erstaunlich dumm, weil das heißt, eigentlich sind die dermaßen in ihrer Blase, dass sie wahrscheinlich so vergessen haben, dass nur weil sie im Privaten sich gerne als Nazis bezeichnen, das dann jetzt auch in der Öffentlichkeit kein Riesending auslöst. Aber das ist es doch. Das ist wahrscheinlich so Gewohnheit. Ja. Und jetzt ist das halt einfach in die Öffentlichkeit geschwappt. Aber wann greift der Verfassungsschutz? Nicht. Nicht? Einfach nicht, ganz ehrlich. Okay. So, aber vielleicht haben sie so einen Trigger. So wirklich, falls jemand führende Mitglieder der AfD haben gesagt, man soll Migranten an der oder Asylanten, Asylantragende an der Grenze erschießen. So Frauen und Kinder. Also es ist, das, ich verstehe nicht, wann der Verfassungsschutz greift, weil ich glaube, aber wir wissen ja genau, was da ist. Ich habe den Namen glücklicherweise schon vergessen, aber der Typ, der das geführt hat, war ja auch extrem rechts und hat der AfD irgendwelche Hinweise zugeschaufelt. Da haben wir unsere Antwort, deswegen greift er nicht. Also was mich interessieren würde, ist, wer das aktuell führt, weil der letzte ist ja einfach eine Vollkatastrophe und statt, dass man ihn dann rauskickt, hat man ihn ja erstmal kurze Zeit befördert, der Seehofer. Oh ja. Aber das, dann war er dort aber verantwortlich für Flüchtlinge und das wollte dann auch keiner. Und dann wurde er wieder... Hans-Georg Maaßen war's. Hans-Georg Maaßen, ein Mann, den man am besten vergisst. With pride. Genau. Ich, ganz stolz möchte ich nie wieder was von diesem Mann hören. Es ist einfach peinlich. Genau. Also ich schließe mich da jetzt eigentlich nicht so gerne an bei sowas, weil das haben genug andere Leute getweetet. Aber ich stimme absolut zu. Hashtag Nazis raus. Absolut. Nazis raus. Ah, genau, was ich noch sagen wollte, gleich nachdem sie das getweetet hat, kam dann halt schon Mord und Vergewaltigungsdrohungen. An sie? An sie. Per Internet? Per Internet. Oder ja, weil im Internet Fax. Ist das ja nicht echt. Ach so. Gut, das wundert mich aber eigentlich. Also oder so per Brief, weil normalerweise kommen die Briefe. Der Gauland, vom Gauland hätte ich eigentlich einen Fax erwartet. Ein Einschreiben. So vielleicht so ein Paket. Könnten Sie das bitte unterschreiben? Mit Vergewaltigungsobjekten, so Vorschlägen. Das werden wir machen. So. Was genau werden wir machen? Nein, das... Achso, das basteln wir dann? Ja, was? Nein. Das steht da drauf, auf dem Paket. Das werden wir machen. Und da sind so Objekte drin. Ach so. Nicht? Ich dachte, du schlägst gerade vor. So, nein. Ein neuer Prank für unseren Kanal. Oh Gott. Was? Vergewaltigungsdrohungen. Das wäre... Kreativ. Originell auf jeden Fall. Polarisierend. Aber negiert alles, was Internet braucht. Alles, was wir gerade besprochen haben. Sehr gut. Was passiert sonst noch auf Twitter? Was passiert sonst noch auf Twitter? Also die Golden Globes waren ja. Aber da haben genau die gewonnen, die ich wollte, das gewinnen. Nämlich als Animationsfilm Spider-Verse. Ein sehr, sehr toller Film. Der heißt aber hier ganz schräg. Der heißt hier Spider-Man A New Universe. Wirklich? Weil man Deutschen nicht zutraut zu verstehen, was ein Spider-Verse ist. Hier kommt der Breakdown. Genau. Der Breakdown ist, viele, viele coole Spider-Men treffen aufeinander. Und Spider-Women. Es gibt nämlich auch Spider-Gwen. Die ist cool. Also nur ein Mädel. Ein Mädel. Richtig. Ah, okay, ja gut. Von 8 Spider-Männern. Das geht nur in einem anderen Universum. Also das geht nicht in unserem. Nee. Und deswegen, und die treffen dann alle aufeinander und müssen eben dieses Loch im Universum reparieren, damit sie alle wieder in ihre Dimension zurückkehren. Ja, und Nick Cage ist der schwarz-weiße Spider-Man, der einen Rubik's Cube entdeckt. Das ist und der sieht dann nicht die Farben. Das ja, ist ganz cool. Er versteht nicht, was so toll ist an einem Rubik's Cube. Ja, richtig toll. Spider-Noir heißt er. Spider-Noir. Total cool. Und das Coole ist eben, dass sie halt die Animationsstile auch gemischt haben. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Und natürlich Bohemian Rhapsody hat gewonnen und der Hauptdarsteller auch. Rami Malek, ein Ägypter, der einen... Wo kam Freddie Mercury her? Keine Faruk Bulsara hieß er jedenfalls. Also wo auch immer der Name herkommt, kam er ja. England kam ja, er aber her. Er war geboren in Äthiopien, glaube ich sogar. Das ist ziemlich cool. Genau. Und das lief sonst auch noch auf Twitter. Aber dieses Nazis raus hat mich irgendwie beschäftigt, weil ich das so hart fand. Das ist nicht so, das ist einfach nur so, darf man das? Ja, natürlich darf man das. Klar. Oh, einer hat sogar getweetet, der hat ein Bild getweetet von einem Brettspiel aus dem Dritten Reich namens Juden raus. Oh, mit diesen... Warum kenne ich das? Ein tolles Gesellschaftsbild. Mit diesen so wirklich so karikiert. Ja, ja. Richtig schlimm. Ja, genau. Und hat dann aber drüber geschrieben, so, das hatten wir schon mal mit dem Raus. Also der hat... Stimmt, das war dieses Kinderspiel. Gott. Ja, ein Kinderspiel. Ein spaßiges, ein frohlockendes Gesellschaftsspiel für alle Altersklassen. Juden raus. Ja.
Und dann hat er gesagt, okay, wenn man das mit Nazis sagt, dann ist das genauso schlimm. Also Nazis sind die neuen Juden für viele Leute in Deutschland gerade. Ja. Was ist das für ein Täter-Opfer-Umkehr? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Das ist so ein Mörder, der dann sagt, aber ich bin das Opfer. Also, nicht drauf reinfallen. Nazis sind Nazis. Und Nazis sind keine Volksgruppe, die dafür nichts kann, sondern ja, Nazi sein ist Religion. Eine Entscheidung. Also, Nazi sein ist eine Entscheidung. Und Nazi sein hat keine tollen Traditionen, die man aufrechterhalten muss, sondern das kann einfach komplett in die Tonne. Genau. So viel zu dem Thema. Ich bin sprachlos. Du bist sprachlos? Das ist schlecht für einen Podcast. Oh, ja, okay, gut. Aber ich rede trotzdem weiter. Egal. Wir können hier so ein paar Fragen machen, wenn du willst. Ja, gerne. Fangen wir doch an mit den Zuhörerfragen. Mit den Zuhörerfragen los. An. Also, Punkt, Punkt. Ich habe zurzeit viele Nachtdrehs von 1600, also 16 Uhr, bis 5 Uhr in der Früh. Und bin überfordert, ob ich jetzt Aronal oder Elmex vor dem ins Bett gehen benutzen soll. Achso, Nachtdrehs, ja? Nachtdrehs. Okay, also ich drehe nachts Videos. Ah ja, okay. Und das welche Art Videos, sei mal, steht hier nicht. Aber Nachtdrehs von 16 bis 5 Uhr. Was mache ich? Aronal oder Elmex vor dem ins Schlafen gehen? Also wahrscheinlich geht man dann so um 6 Uhr schlafen. Da wird es langsam wieder hell. Mm. Aber man ist gleichzeitig sehr, also wie betrunken eigentlich, so wegen der Nacht. Ja, also ich behaupte ja, das ist ja, die verkaufen das ja immer so hochwissenschaftlich. Mhm. Also das ist bestimmt irgendwie lichtaktiviert. Und die Lichtstrahlen, die morgens reinstrahlen, wirken dann mit Aronal und die abends mit Elmex. Also du musst einen Sonnenuntergang haben, um Elmex sicher verwenden zu dürfen, weil sonst löst das deine Werwölfe. Das ist wie Werwölfe, richtig. Ja. Du musst dringend aufpassen, sonst wirst du aber zu sonst einem, werden die Zähne nicht weiß. Einem Wermex. Oder einem Veronal, je nachdem, was du falsch benutzt hast. Könntest du das so mischen? Also kannst du Aronal und Elmex zu einer Paste mischen? Oder ist das, das ist einmal in den 70ern passiert und so ist Helmut Schmidt noch stärker geworden. Das wollen wir nicht nochmal. Also wenn man das falsch, mit die falsche Mischung, dann wird das kurz hart und dann explodiert es. Ja, genau. Oh, ich habe da noch eine, also entweder so, also was ist dann? Aronal oder Elmex? Weil du bist ja zwischen Sonnen- und Auf- und Untergang. Sensodyne. Wie es Deutsche so gerne aussprechen. Ich behaupte ja, es ist Sensodyne, oder? Sensodyne. Oder so Parodontose. Parodontose? Ja, das ist das eine Zahncreme oder... Also das ist eine Krankheit, aber so Antiparodontose-Zahncreme hilft immer. Grundsätzlich, weil dann hast du keine Parodontose mehr. Vielleicht. Also mit 70 dann nicht. Oh, ich habe noch eine Theorie. Und zwar, es gibt ja... kennst du diese bei DM oder Rossmann, diese 3-in-1 Duschgel-Dinger? Ja. Wo du also Haare und Gesicht und Schritt hast. Ja. Ich bin letztens vorbeigelaufen und wollte mir was Neues zum Sport kaufen, ohne dann hier meine 18 Tuben mitzunehmen. Mhm. Und dann war auch so ein 5-in-1 Ding. Aber sie erklären nicht, was 5-in-1 ist. Also ich glaube, dass es Haare, Gesicht, Körper, Zähne und dann noch der Kalkreiniger für die Armaturen dann später. Aber das kannst du einfach, du bist ja eh müde, nimm das und mach alles damit. Dann bist du schneller fertig und schneller im Bett. Also auch Zähne putzen? Ja, alles. Geil. Also du gehst duschen, du stellst dich unter die, du hast Sachen an, geh unter die Dusche, kipp dir das einmal rum, einmal gurgeln damit. Oh. Dann schnell das Bad noch putzen und dann ins Bett. Also was mich jetzt daran mehr gewundert hat, ist, dass du der Typ bist, der dann immer 5 Sachen mitbringt und eine davon vergisst im Fitness, weil das ist jedes Mal was anderes. Immer von Adidas. Ich weiß gar nicht, wo man das überhaupt kauft. Das bei Adidas. Das ist so ein Sponsoring, so in diesem Fanshop von FC Bayern, oder? Ja, da gibt es auch einen. Der riecht nach Boateng. Hast du dann einen Conditioner auch dabei? Nein, habe ich nicht. Im Training? Nein. Schade. Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur das 5-in-1 Duschgel. Ja, jetzt hast du das 5-in-1 Duschgel. Von Rossmann. Oder von, ich weiß es nicht, No Name, ist sehr billig. 5-in-1 Zahn. Wie viele Zähne hat man? Das kann man mega gut vermarkten. 32. 32, dann kann man nämlich 32-in-1 Zahnpaste erfinden. Das verkauft sich dann mega gut, weil es klingt krasser, aber macht das, was jede andere Zahnpaste auch macht. Das sind Layer, es ist geschichtet. Also von der Maschine her, so verschiedene farbige Beschichtungen, 32 Stück, die wie so ein Baumstamm drin sind. Ja. Und du putzt dann immer, also wenn du eine neue Farbe siehst, musst du Zahn wechseln. Das ist echt cool eigentlich. Nein. Dann hast du nämlich so 6-9-Zähne. So.
Ja, willst du dann typ, anders bleichen? Das ist so Make-up. Dass die dann anders geblichen werden. Weißt du, dass du vorne, weil da mehr Licht dran kommt, machst du dunkler und hinten machst du heller. So ein Farbverlauf. Ja, Photoshop. Ja, oder halt Grills. Grills? Ja, so wie so 90s. Trage MC Grills. Hammer. Trage einfach Grills, dann brauchst du nie wieder die Zähne putzen. Das ist die kurze Antwort. Du musst einfach nur zwei Zähne haben, um sie zu befestigen. Genau. Das ist okay. Das ist okay. Okay, zweite Frage. Die hast du Ja, das ist richtig. Aber das ist in Telegram, da findest du sie da. Okay, gut. Also das ist jetzt eine seriöse, eine ernste Frage von jemandem, der Beziehungsstress hat. Und deswegen da sind wir die richtige Adresse. Absolut. Absolut. Super. Two eligible bachelors. Nämlich... Hier. Dating. Genau. Also wie beende ich Dating mit einer Person, die viel Lust auf Romantik hat, aber keinen Bock auf körperliche Nähe? Und zwar, wie löst man das auf, ohne der anderen Person das Herz zu brechen? Das ist eine schwierige Sache. Mhm. Also da, erstens, da ist die Person, mit der du zu tun hast, auf jeden Fall die bessere Anlaufstelle als wir. Aber wir versuchen es trotzdem. Wir geben uns jetzt mal Mühe, genau, ja. Weil also an erster Stelle ist, natürlich kann es auch einfach sein, dass das der Fall ist. Also jemand, der auf Romantik steht und dann irgendwie keine körperliche Nähe will, das gibt es. Es gibt asexuelle Leute, die müssen halt entsprechende Partner finden, die das auch nicht wollen. Weil ich finde immer, es ist schon wichtig, in der Beziehung körperliche Nähe zu haben. Und das muss für beide auch passen. Also wo das dann ausstirbt, das ist eine schwierige Sache, vor allem in unserem Alter. Also ich verstehe es dann, wenn du irgendwie 50 Jahre mit jemandem zusammen bist und dann klappt es nicht mehr so, okay. Aber wenn nur eine Person dafür nicht bereit ist, dann ist das einfach nicht so die richtige Lösung. Ja. Also entweder du gibst einfach, nimmst ein bisschen mehr Zeit mit, also wahrscheinlich, also es kann ja sein, dass du sehr ungeduldig bist. Kann auch sein, ja. Also hängt davon ab, hängt völlig davon ab, wie viele Dates du denn schon hattest. Also das klingt jetzt so, wenn es jetzt schon romantisch wird, also so richtig angenehm, die Person will dich sehen. Also allein, dass es romantisch ist, heißt, die Person mag dich. Also da ist schon was. Deswegen ist es ein bisschen komisch, dass da jetzt, wenn es eine längere Sache ist, dass da noch nichts körperlich ist. Aber das kann ich aus der Frage nicht lesen. Also wenn du dich jetzt nur zwei, drei Mal mit ihr getroffen hast, ich schätze, es ist eine Sie, weil die Frage eben von einem Mann kommt, dann, also im Durchschnitt, oh mein Gott, bitte jetzt keine Kommentare da lassen, wenn es ein Mann ist, okay, genauso, dann würde ich sagen, gib so einer Sache 3 bis 4 Monate. Würde ich sagen. Also das ist dann schon relativ lang im Durchschnitt. Aber Alberts Faustregel. 3 bis 4 Monate warten. Und dann kommt erst die Faust. Dann kommt die Heirat. Ach so. Ja, nee. Genau. Also gib dem Ganzen mehr Zeit, wenn noch nicht viel Zeit vergangen ist. Und wenn sehr viel Zeit vergangen ist, dann würde ich das offen ansprechen. Oh, ja, genau. Steh jetzt auf. Stopp diesen Podcast. Egal, was du machst. Auf. Und geh hin oder ruf an. Oh. Ja. Genau, weil es kann sein, dass du denkst, dass du viele Signale gegeben hast, die einfach nicht angekommen sind. Also, das kenne ich selber, du wartest dann irgendwie drauf, dass die andere Person was macht und die andere Person wartet darauf, dass du was machst. Irgendwer muss den ersten Schritt gehen. Ich sage jetzt nicht, es muss der Mann sein, es kann auch die Frau sein, aber irgendwer muss es machen. Und solange das nicht deutlich ist, dass der eine was will, dann passiert nichts. Damn, ja. Genau. Und gerade besonders bei Männern und Frauen, Männer haben es in vielerlei Hinsicht einfach leichter bei uns. Also sie sind ungeduldiger, weil es halt einfach leichter ist für uns rumzulaufen. Also wir haben keine Angst, wir haben eigentlich effektiv, wenn man ein Arsch ist, keine Konsequenzen, wenn irgendwas schief geht bei sowas. Also jetzt ganz konkret ein Kind oder sowas. Also wir können eigentlich nur irgendwelche Krankheiten kriegen. Deswegen musst du auch verstehen, dass Frauen da meistens ein bisschen mehr Zeit brauchen, ein bisschen mehr Sicherheit. Also gib dir Mühe zu zeigen, dass du ein guter Partner bist, wenn du denn jetzt noch was Körperliches willst. Wenn du dich trennen willst, ich befürchte es. Es gibt natürlich Wege, das angenehm zu machen, aber es gibt, glaube ich, keinen Weg, wo garantiert keine Herzen gebrochen werden. Deswegen würde ich erstmal das offen ansprechen. Also wenn du diese Person noch magst, dann frag erstmal, woran es liegen könnte, dass es gerade auf die Weise nicht klappt. Ja. Also dieses Segment hätte perfekt in so eine 2 Uhr nachts Domian-Show reingepasst. Was ist eine Domian-Show? Aber hier, Jürgen Domian. Domian. Kennt ihr Jürgen Domian? Ja. Ist das aus den 70ern oder aktuell? Nee, das ist, glaube ich, der lebt immer noch, der macht das immer.
Das sieht, du siehst auch fast so aus. Ich sehe fast aus wie Jürgen Domian. Ja, hier, schau mal. Oh nein. Es, okay, also wir blenden das ins Video ein. Oh Mann. Nein, okay. Tun wir nicht. Wir schneiden hier nicht. Sieht aus wie ich. Google auf das selbst. Malle. Ja, genau. Mit 70. Genau, und die Überschrift ist: Jürgen macht Schluss mit Kult-Talk. Und wir machen weiter. Genau, wir übernehmen jetzt die Jürgen Domian-Show. Oh Gott, nein, bitte nicht. Okay, nächste Frage. Nächste Frage ist: Was ist das geilste, aber gleichzeitig nervigste Geschenk, das man auf Amazon für unter 20 Euro für jemanden kaufen kann? Also jemanden zuschicken kann. Das heißt, du kaufst es nicht und verpackst es dann, sondern schickst jemandem einfach etwas vor die Haustür. Also ich bin ein Fan von peinlichen Sachen. Von peinlichen Sachen? Ja, irgendwas, was auch ankommt. Ich meine, da steht ja auch nicht drauf, von wem es ist. Nein. Da ist einfach eine Adresse drauf, die Lieferadresse. Mhm. Also steht dein Name groß drauf und auf Amazon kriegst du alles. Also alles? Ja. Ich meine, gut, vielleicht die Box von vorhin mit den Vergewaltigungsdrohungen. Ich meine, wenn du da den Text änderst, den Font, dann kann es eigentlich auch was sehr Schönes sein. Also so der Inhalt von so einem Karton, wenn es von einer Person kommt, oder wenn du es dir selber bestellt hast, dann kann das durchaus ein spannendes Wochenende werden. Aber für unter 20 Euro. Also ja, das wird dann so ein bisschen billiger China-Kram. Ist ein riesiges UNO-Spiel. Ein riesiges UNO-Spiel gibt es auf Amazon, habe ich letztens gesehen. Das wäre mega gut. Und das sind so Karten, die so groß sind wie größer als dein Kopf. Ach so, die Karten sind groß. Okay, ja, ich habe jetzt gedacht, einfach so viermal mehr Karten. Ah, nein. Große Karten. Gut, das Spiel drei Stunden dauert. Mit viel mehr Zahlen, die man sich merken kann, von 1 bis 99. Kommt nie deine Zahl und schlimm. Nee, aber die sind einfach groß. So groß, dass man sie mit zwei Händen halten muss. Und dann hat man so 5 Karten und spielt dann UNO in großem Stil. Sozusagen. Da muss man wissen, wann eine Feier ist und das dann so mit diesem Amazon-Scheduling so perfekt timen, dass es ankommt, gerade wenn den Leuten langweilig wird. So, damit der 21:09. Genau, damit der super früh geht, das gerade so verpasst oder er sieht, wie der Postbote reinkommt. Und dann die Insta-Story. Er ist schon draußen. Genau, er ist schon draußen, dann kommt der Postbote ihm entgegen, er hält ihm so die Tür auf, dann geht die Tür zu und drin hört man dann so ein Wuh! Und dann kann er aber nicht rein, weil es zu spät ist. Und dann geht er heim und sieht die Insta-Stories. Genau. Oder so Eier bestellen. Aber da, wo du weißt, dass sie kaputt gehen. Auch Amazon Fresh. Amazon sehr fresh. Bam, 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 bam. Ich verstehe nicht, warum es bei Amazon Fresh auch so Duschgels gibt. So, ich dachte, das gehört auch zu Fresh. Mit, ach so, Kultur. Fresh. Ja, ja. Oh, ja, jetzt habe ich sofort verstanden. Fresh halt. Ja. So, da gibt es dann auch Sneaker. Ja, und Caps. Die können mir, falls das mit dem Gammeln irgendwie ein Problem wird, dann können sie einfach wechseln auf Mode. Und dann gibt es Amazon Fresh. Perfekt. Wir haben Sniker. Sniker? Ja, ja. Ach so, ist das Nike? Hm. Ist das der Begriff oder? Nein. Ah, das ist jetzt der Begriff. Es ist vielleicht irgendwo der Begriff. Wir entscheiden den Trend, Junge. Wir haben noch Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Warte, es gibt sicher noch ein Geschenk. Ah ja, richtig. Es gibt sicher noch ein Geschenk. T-Shirts. Aber so die geklaut sind. Also wo jemand ein Meme gemacht hat, ja, auf Facebook geladen hat und wer anders hat das runtergeladen, natürlich super komprimiert in schlechter Qualität, klatscht das auf ein T-Shirt und verkauft das dann auf Amazon. Und der ursprüngliche Typ, also es ist bei Neil deGrasse Tyson zum Beispiel so, der hat halt ein Bild gepostet von sich und dann ist das auf T-Shirts gelandet. Oh, das Beste, ja, auf Amazon gibt es auch viele Firmen, viele chinesische Firmen, die random Bilder, so von Pexels, also von so Stockfotoseiten, auf Sachen drucken, automatisch. Mhm. Also wenn du irgendwie guckst nach so Avocado-T-Shirt, dann gibt es immer die Billig-Variante, wo das einfach ein KI-System gemacht hat. Also so ein Rechner einfach die beliebtesten Avocado-Bilder runterlädt und die auf ein T-Shirt druckt. Und das auch im Amazon-Store gelistet hat. Und da passieren halt so geile Sachen. Es gibt nämlich eins, Kinderkissen, Kissenbezug. Ja. Ja, und das sieht aus wie so ein Dinosaurier. Und das Foto ist ein Kind, was auf einem hochwertigen dinosaurierförmigen Kissen liegt. Und dann haben das Leute bestellt. Und was ankam, war ein normaler Kissenbezug mit einem Aufdruck von einem Kind, was auf einem hochwertigen Kinderkissen liegt. Es ist so gut.
das ist ein Warte, Kissen. Er hat das Stockfoto von dem Kind mit auf dem Kissen auf ein billiges Kissen gedruckt. Ja. Und das erkennst du halt nicht, wenn du nicht extrem genau hinguckst auf Amazon und auf das Bild. Wenn du genau hinguckst, siehst du, es ist ein Kissenbezug mit dem Aufdruck. Aber das merkst du eigentlich nicht. Wenn das merkst du eigentlich nur im Preis, so 3 €. Aber das ist voll geil. Das würde ich auch zu Hause lassen, weil das ist irgendwie sehr lustig. Obwohl, wer bestellt das? Andy bestellt das. Andy soll das bestellen. Genau, er hat gefragt, oder? War das eine Frage von ihm? Genau. Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Das klingt nach einer Frage von ihm. Super gut. Nächste Frage. Nächste Frage. Haben wir eine Frage? Eine haben wir noch. Eine können wir noch machen. Originelle Party-Mottos? Ja. Was sind originelle Party-Mottos, haben wir auch gekriegt als Frage. Sachen mixen, glaube ich. So verschiedene Sachen. So Busfahrer Superheld. Das ist cool. Busfahrer Superheld. Money, Super Money. Wer ist, also du musst Busfahrer sein, aber dann auch ein versteckter Superheld. Weißt du? Oh, das ist cool. Dann hast du ein Superheld-T-Shirt drunter oder so ein ganzes Kostüm und drüber so MVG-Weste. Ja. Das ist sehr gut. Zum Beispiel Reparaturboy. Wenn der Bus ausfällt, dann musst du rausgehen und... Die Frage ist, aber hast du dann das Logo so im Klempner-Ausschnitt hinten? Hinten? Ja. Vielleicht auch als, ich weiß nicht, das musst du drunter, der muss sich die Sachen runterreißen können. Ja, aber, also aber jeder, vielleicht sieht man es, wenn er sich bückt. Am Anfang der Party ist es so, dass jeder, also es ist MVG, Bus und Superheld. Mhm. Aber am Anfang muss jeder als entweder Fahrkartenkontrolleur kommen oder U-Bahn-Fahrer oder Busfahrer, die haben ja alle das Gleiche. Oder diese Typen am U-Bahn-Rand. Diese Securitas-Typen. Aber drunter muss ein Superheldenkostüm sein. Und das ist dann um so 23 Uhr gibt es dann den Superhelden-Call. So der Batman-Spotlight draußen. Ja, genau, richtig. Aber da steht dann MVG. Und alle müssen plötzlich die Sachen auf. Und dann geht auch die Musik los. Ja, und das ist richtig. What? What? Nein. Nein. Gerade ist die Musik losgegangen. Die Outro-Musik ist los. Oh nein, der erste Schnitt in der Geschichte des Podcasts. Was gerade passiert ist, ist, die Intro-Musik ist wieder angegangen und wir nehmen gerade über dem alten Track den neuen Track auf. Ich habe Angst, aber er wird auch gespeichert. Er wird auch gespeichert, sehr gut. Oh Gott. Okay, noch ein Motto. Und zwar, was kann man machen? Man kann irgendwie, ich mag auch so Äras mischen. Ehren. Also so 80s, aber alle 80s. Also du kannst auch 1680 auftauchen. Ah, alle... Oder 80 einfach. Oder einfach nur 80. Genau. 080. Und Leute müssen dann erraten, aus welchem Jahrhundert du kommst. BC. Genau. So richtig ewig alt. Og. So, ich habe zuerst erkannt, dass der große Vulkan neben unserem Dorf ein Gott ist. Und dann, ich bin der Typ, der ursprüngliche Typ. Der früher Rich ist. Oder Rich Kids, aber aus allen Generationen. Sehr gut. Immer, was war früher Rich Kid? Also so in den 60ern. Ich habe Reis. Ja, was ist so als Bauer? Ja, okay, nee, aber so entweder du bist Königssohn und wirst reingetragen. Ja. Oder... Oh, du kannst dann dich wirklich so reintragen lassen von 4 Leuten. Mhm. Die aber total so richtig so Bauern sind. Ja. Weil, ich meine, damals war so 85% absolut Armut. Was ist heute reich? Heute wird wahrscheinlich am schwierigsten, weil du dann echt Geld investieren musst, um Sachen zu mieten. Stimmt, weil heute ist das dann Lamborghinis. Echt, jeder von uns hat das, was man vor 200 Jahren als reich empfunden hat eigentlich. Ja. Und dann heute nicht. Und dann gibt es halt den echten Rich Kid, der dann kommt. Und alle sind so, oh Mann, konntest du nicht irgendwie kreativ sein? Du siehst einfach aus, wie du jeden Tag in die Uni gehst, Mann. Mit deinem MCM-Rucksack und deinem MacBook. Das ist nur der Fall in unserem Studiengang, glaube ich. Und bei Jura. Oder? Ja. Maschinenbauer haben doch Engelbert Strauß an. Das ist doch so. Engelbert Strauß? Absolut. Also ich finde es lustig, wie man den Unterschied erkennt zwischen BWLern und Jurastudenten. Mhm. Anzug. Jurastudenten. Also dieses Bild von Justus Tum BWL, was rumgeht, das ist eigentlich ein Jurastudent, das ist eigentlich ein Augustus, Maximilian. Augustus? Ja. Ach, das gibt's auch. Weil dieser Pulli, wo du die Ärmel zusammenbindest, so und das so das als ist Schal Jura. Benutzt, das ist eigentlich Jura. Okay. Weil BWL ist mehr so Schal. Ah, der so runterhängt. Ja. So auf beiden Seiten offen. Genau. Okay. Ja. Also Meme-Facts, Meme-Korrektur für euch heute. Ja, das kommt frisch aus Jodel. Genau. Noch ein Party-Motto. Ich will noch ein... Ich finde es toll, wie wir Rezepte entwickeln gerade, weil das ist ja jetzt eigentlich ein Vorschlag, das ist so verschiedene Leute aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Generationen. Ja, das ist witzig.
Okay, ich sehe gerade, dass wir bei einer halben Stunde gelandet sind. Deswegen würde ich sagen, wir schließen hier bald ab. Aber davor noch eine Sache. Wir sind ja jetzt endlich auf iTunes, Spotify, Overcast, wo man überall Podcasts kriegt. Und dort wollen wir natürlich auch bleiben und nicht einfach nur irgendwie untergehen. Deswegen könnt ihr uns helfen, indem ihr auf Apple Podcasts einen Review hinterlasst. Also ganz nervig auf iTunes gehen, in den Store, dann diesen Podcast suchen, dann auf den Podcast drücken, dann 5 Sterne genau, geben. 5 Sterne klicken und sobald wir 5 davon haben, vielleicht haben wir das sogar schon seit gestern, dann taucht das auch im Durchschnitt auf. Und dann sieht das nach etwas aus. Genau, dann seid ihr super cool und wir machen mehr davon und ihr habt uns geholfen, tatsächlich einen coolen Podcast aufzusetzen. Und genau. Und heute hören wir auf mit etwas anderem, also einer anderen Musik, und zwar Indie Joe und Brother. Die Musik klingt irgendwie ein bisschen geklaut, aber egal, hier ist sie für euch. Genau, und danke für den Tausender, finde ich echt cool. Ja, also normalerweise lassen wir uns nicht sponsern und ich rede hier schon die ganze Zeit in die Musik rein, sorry. Hört sie euch an, bitteschön. In love, we follow love, but now I'm finally done. Brother, I know it hurts now, but please don't think about it. Because thinking causes feelings, and we don't need this shit. I'm sorry, but I can't feel what you said. You don't know what we had. I don't believe in your advice because I love her and I want her back. Hey brother, you don't need her. You don't need no one. We believe in love, we follow love, but now I'm finally done. Brother, I know it hurts now, but please don't think about it. Because thinking causes feelings, and we don't need this shit.